Für das bisher aufwendigste PCGH in Gefahr-Projekt wollen wir einen Wetterballon samt Foto- und Videokamera in die Stratosphäre schicken, um die Erde aus einer Höhe von über 30 Kilometern zu filmen. Zum Vergleich, Verkehrsflugzeuge steigen auf eine Höhe von etwa 10 Kilometern. Heute ist der große Tag gekommen. Von der Idee bis heute sind jetzt 5 Monate vergangen. Ja, und jetzt wird's spannend. Hier ist unsere Heliumflasche. Jetzt testen wir mal, ob die uns wirklich Helium verkauft haben und nicht nur irgendwie Druckluft. So, unser Kollege Reinhard macht jetzt den Heliumtest. Hallo, ich bin Reinhard und das ist eindeutig Helium. Und ich hoffe, dass das Experiment funktioniert. Ja, und sonst, wie geht's dir so? Doch, ganz gut. Jetzt ist mir ein bisschen schwindelig, aber ich hoffe, das geht vorbei. Also den Notarzt müssen wir jetzt noch nicht rufen? Noch nicht. Okay. Ja, reicht. Er ist so ein Helium-Junkie, das macht er öfters. Ja, jetzt den zweiten Test. Jetzt lassen wir das Ding mal steigen. Bei dem Kollegen hat das Helium schon mal gewirkt. Jetzt testen wir mal zuerst diesen kleinen Ballon. Er fliegt. Wer hätte das gedacht? Wir haben tatsächlich Helium verkauft bekommen und es hat nur 190 Euro gekostet. Unser Wetterballon wiegt 800 Gramm und muss zusätzlich eine Nutzlast von weiteren 800 Gramm tragen können, damit unser Experiment gelingt. Für so einen Aufstieg war die Einholung einer Flugverkehrskontrollfreigabe bei der deutschen Flugsicherung erforderlich. Diese gibt dann zum Start eine Navigationswarnung an die Flugzeuge weiter. Zudem mussten wir eine Haftpflichtversicherung abschließen. Schließlich ist ungewiss, ob unsere Konstruktion später auf einer Autobahn oder in einem Feld landen wird. Ja, wir haben hier 2 Styroporboxen. Zum einen die Styroporbox in der Styroporbox, weil hier ist ein GPS-Empfänger drin. Falls alle Stricke reißen und es doch zu kalt wird, ist das nochmal getrennt isoliert und wir können den Wetterballon hoffentlich dann mit Sicherheit orten. Hier ist auch eine andere SIM-Karte drin als im iPhone. Das sorgt auch dafür, dass wenn wir irgendwo in einem Gebiet landen, wo zum Beispiel nur ein D1-Empfang ist, dann haben wir eben mit dem iPhone das Glück, das Gespann wieder zu orten. Ja, das kommt hier jetzt eben in die Box. So, jetzt machen wir mal das iPhone an. Starten dann quasi die App, die dafür erforderlich ist, dass da regelmäßig ein Bild geschossen wird, weil das iPhone setzen wir nicht nur für die Ortung ein, sondern eine Anwendung, eine App nimmt kontinuierlich im 30-Sekunden-Takt Bilder auf. Und dann haben wir hoffentlich, wenn wir das iPhone wiederfinden, am Schluss ein paar hundert Bilder und ja, aus jeder Höhe und aus jeder Perspektive. Jetzt rufen wir das iPhone nochmal an, um zu testen, ob es auch wirklich funktioniert. Funktioniert. Dieser schöne Hinweiston hilft uns, das Gerät dann später zu orten. Die HD Hero. So, viel Glück, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Sieht gut aus, wir können starten. Sobald die Freigabezeit erreicht ist. Das Ding hat richtig Kraft. Da ist der Fallschirm befestigt mit dem Wetterballon verbunden. Das ist die einzige Verbindung zum Wetterballon. Wie man sieht, das hängt wirklich alles am seidenen Faden. So, Reinhard, lass ihn los. Ich weiß, es ist schwer, dich vom Helium zu trennen, aber es muss sein. Die angepeilte Flughöhe in die Stratosphäre dürfte bei etwas über 30 Kilometern liegen. Der Weltraum beginnt übrigens erst in einer Höhe von 100 Kilometern, weshalb wir hier bewusst nicht von einem Weltraumflug sprechen. Wir haben gerade das Ding angerufen und gucken, wo es sich gerade befindet. Ja, noch nicht weit gekommen, also noch am Rotsee.
Ja, der GPS-Empfang ist schon weg, beziehungsweise wir können das Gerät nicht mehr orten. Es ist zu hoch. So, der Wetterballon ist unterwegs und wir stellen uns natürlich die Frage, wo landet er, wie weit fliegt er und so. Die Flugrichtungen sind nach Süden. Ich schätze mal, der landet so 20 Kilometer in der Nähe von Ingolstadt, vermute ich jetzt mal. Also keine Ahnung, fliegt vielleicht 100 Kilometer, sag ich jetzt mal, nach Süden. 100 ordentliche Kilometer. Also ich tippe auf 1337 Kilometer. Das heißt, genau in Südtirol kommt er runter. Nö, naja, also nach, Süditalien. Süditalien, okay. Über die Alpen, wie Hannibal. Ja, aber ohne Elefanten. Da wir zeitig Feierabend machen wollen, schätze ich mal 50 Kilometer. Du hast das einfach mal eingebläut. Daniel, was meinst du, wo kommt er wieder runter? Wie weit fliegt er? Ja, ich schätze mal irgendwo bei Ingolstadt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er da irgendwo landet. Das hat der Stefan auch gerade schon gesagt. Habt ihr euch abgesprochen? Nee, das ist... Wettbewerbsverzerrung. Nein, natürlich nicht. Aber wir wissen ja, dass der Wind aus dem Norden kommt und dann, denke ich mal, in die Richtung wieder treiben. Ja, neben mir sitzt René Grau von Cooler Master. Er ist eigentlich unser Sponsor und hat das ganze Projekt überhaupt ermöglicht. Ja, warum habt ihr euch eigentlich damals dazu entschlossen, bei dieser abgefahrenen PCGH in Gefahr-Idee mitzumachen? Ja, Cooler Master ist immer interessiert an neuen Ideen, an Innovationen und natürlich solchen Tests machen das Ganze auch ein bisschen Spaß. Wir wollen natürlich auch mit Testen euch unterstützen und zeigen, dass wir in diesen solchen Videos auch zu haben sind. Habt ihr sowas Ähnliches schon mal gemacht, irgendwie solche abgefahrenen Projekte? Ja, wir spielen ständig rum, unsere Produkte an die Grenzen zu bringen. Wir haben zum Beispiel mal ein Auto gestartet mit einem Computernetzteil, um einfach zu zeigen, wie viel 500 Watt in Wirklichkeit sind. Oder wir haben mehrere PC-Systeme in ein Chassis eingebaut, um zu zeigen, wie groß und stabil solche Gehäuse sind. Und ganz klar ein kleines Motorrad in einen PC eingebaut, was dann auch über 100 Kilo hält. Ja, alles klar. Dann Dankeschön für das Interview und ich hoffe, das nächste Projekt, da seid ihr dann auch wieder mit am Start. Ah, mit Sicherheit. Dankeschön. Okay. Gerade eben haben wir gehört, wie der Wetterballon geplatzt ist. In der 61. Minute nach dem Start hat sich der Ballon so weit ausgedehnt, dass dieser geplatzt ist und der kontrollierte Absturz zur Erde beginnen kann. Mit einem Fallschirm sorgen wir für eine sanfte Landung. Während der Bauphase haben wir verschiedene Tests durchgeführt. Wie sich der Fallschirm dabei verhält, wollen wir Ihnen jetzt nochmal zeigen. Zu orten ist. So, ein Ersatzzeichen wäre gut. Ah, er lebt! Er lebt! Wer hätte das gedacht? Wir haben wieder ein Signal zu dem GPS-Empfänger. Okay, ein Ersatzzeichen, hervorragend.
Jetzt sollten wir eine SMS bekommen mit den Koordinaten. Mhm. Ah ja, da kommt schon. Funktioniert. Tatsächlich, wir haben das Teil gefunden. Ja, wo ist es? Direkt neben einer Straße, wie ich das sehe. Bei Ingolstadt. Aha. Okay. Wahnsinn. Ah, das ist eher so Ackergegend. Genau. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, Stefan, ne? Ja. Jetzt fahren wir sofort nach Ingolstadt und suchen das Gerät. Und hoffen, dass das alles heil runtergekommen ist. Jawohl, also auf geht's. Auf geht's. Start your engines, es geht los. Fast da, noch 2 Kilometer, dann haben wir laut Navi das grobe Ziel erreicht. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo das jetzt genau gelandet ist. Also laut unseren Informationen ist es nicht weit weg von einer Straße, was ja kein schlechtes Zeichen ist. Und ob das jetzt irgendwie eine Wiese oder ein Maisfeld ist, das wissen wir nicht genau. Diese Filmaufnahmen von der GoPro HD Hero 2 sehen Sie nur, weil wir Glück hatten und den Wetterballon wiedergefunden haben. Unsere größte Sorge war es, dass unsere Styroporbox in einem Funkloch landet und dann die GPS-Koordinaten nicht mehr per SMS hätten verschickt werden können. Aber auch eine Landung auf einem Berg, einem sehr hohen Baum in einem Wald, einem See oder einer Stromleitung hätte schnell dazu führen können, dass wir die Box nie wiedergefunden hätten. Doch zum Glück hat sich die Box ein sehr schönes Versteck ausgesucht, wie Sie gleich sehen werden. Ja, der Kollege hat gerade angerufen, die sind auch schon hier mit dem Zweitwagen. Die suchen den gerade. Ist irgendwo im Maisfeld und brauchen gerade Unterstützung, weil irgendwie ist es doch nicht so leicht, das Ding zu finden. Also das Maisfeld ist relativ hoch, wie man sieht, ne? Über 2 Meter. Und da irgendwo drin dürfte der Wetterballon gelandet sein. Das wird jetzt ein Spaß, da durchzugehen. Ich hab sie! Hier! So, alles was wir brauchen ist hier drin. Jetzt schalten wir das mal ein. Mal gucken, ob wir es überhaupt einschalten können. Ja, es lebt! Es lebt! So, das ist die spannende Frage, ne? Sind die Bilder noch drauf? Das Ding ist noch relativ warm im Vergleich zum iPhone. Es hat sich anscheinend selbst gewärmt. Gucken wir mal, sehen, wenn man das einschaltet. Nee, Akku ist leer. Aber ja. Da ist kein Display dran. Wir müssen zum Auto und die Aufnahmen anschauen. Auf geht's. Ja, diesen ganzen Aufwand haben wir betrieben für diese eine Speicherkarte. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir sie auch auslesen können und vor allem, ob auch Videos drauf sind. Ja. Tatsächlich, wir haben 11 GB an Datenmaterial. Also die Kamera hat erfolgreich aufgezeichnet. Zum Schluss sehen Sie jetzt noch einige spektakuläre Fotos, die mit dem iPhone 4S aufgenommen wurden. Thank you.
fühle mich beobachtet. Also wir müssen nicht nach Tschechien. Geil. Nach Frankreich. Ja, wenn wir nach Frankreich fahren, haben wir ein Problem, weil ich glaube, die haben so ein neues Gesetz. Da braucht man, glaube ich, einen Alkoholtest mit an Bord, wenn man da in dieses Land fahren will. Habe ich mal gehört in den Nachrichten oder so. Machen die auch Helium-Tests? Das wäre ein Problem bei Reinhard. Ja, kann man Reinhard mitnehmen. Ja, wenn die Helium-Tests machen, ne, bei der positiv. Drogenuntersuchung da, dann ist es natürlich positiv. Ne? Das ist schon ein bisschen traurig, ne, wenn das ganze Helium in die Luft kommt. Ich habe ja noch die Flasche da. Also wir haben jetzt das erste Mal den Beweis auf Zelluloid gebannt, dass auch iPhones failen. Ja, Reinhard, ich gebe dir gleich wieder ein bisschen Helium und dann ist die Sache wieder einfach. Ja, wir kommen jetzt langsam und suchen auch mit. Wer denn zuerst findet, kriegt einen Keks. Wir haben ein kuscheliges Plätzchen haben wir hier gefunden, ne? Muss man mal wirklich sagen. Tatsächlich, wir haben 11 GB an Datenmaterial. Aber ich habe nur noch 10,8 GB frei. Mission misslungen. Jetzt geht's nicht.